Eine Handyhülle. Ich hab gesagt nein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche draußen, mein Lieber. Der ist gerade einfach schon rausgerannt. Oh. Marlene sitzt. Was ist passiert? Marlene sitzt schon im Auto. Wir holen jetzt nämlich. Wen holen wir jetzt ab? Pepe. Wir holen jetzt Pepe ab. Ach, Leute. So. Wir holen jetzt Pepe ab vom Bahnhof. Oh, wir singen. Mach die Heizung an. Ach so. Was war das denn? Gibst du mir mein Handy? Ja. So, mit O. Jetzt habe ich gerade noch ein Verkehrsdelikt aufgedeckt. Da ist gerade ein kleiner Seat Mi, ist das dann, glaube ich, ne? Von VW ist das der Ab und Seat, das ist der Mi, glaube ich. Von einem Pflegefachwerk ist einem Opel, was war denn das? Ein Opel, ein Astra war das nicht. Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall hatte der nur eine... Ach, wie kann man denn nur bergab bitte nur eine Handbremse reinmachen, die nicht mal richtig angezogen war? Man muss doch immer einen Gang einlegen. Egal. Auf jeden Fall ist die einem raufgerollt, als ich dran vorbeigefahren bin. Und ich hatte Angst, dass wenn jetzt der Opel wegfährt, dass der der Seat... War das ein Seat? Heute kommt weiterrollt. Genau. Auf jeden Fall habe ich daraufhin die Polizei gerufen, weil ich nicht wusste, wer jetzt als erstes kommt. Weil wenn der Opel weggefahren wäre, dann wäre da hinten drauf weiter runtergerollt, den Berg. Und deswegen habe ich die Polizei gerufen. Aber dann kam auch die Tussi von dem Pflegefach-Dingsbums-Auto. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Da ist der Pepe. Der Pepe. Der Pepe. Weißt du, Pepe? Pepe will hinten sitzen. Ja, also es war richtig, dass ich angerufen habe. Ugh. Aber es wäre nicht, also es war schon nötig, aber es ist nichts passiert. Hey. Hallo. Hallo Familie. Er sagt, meine Haare sind so lala. Ja, hab ich gar nicht. Das hast du gesagt, du hast mir nicht mal Hallo okay. gesagt. Du hast gesagt, deine Haare sind so, Weißt du, ja, nee, hab ich gar nicht. Gleich erstmal ausziehen und dann zeige ich dir erstmal meine Spielsachen, oder? Vor allem, wir kommen gerade und du fährst erstmal weg. Ja, weil die Polizei und so fertig war. Wow, hübsche Sau. Wir haben die ganze Zeit alle gechillt, ne? Die Hunde da unten drin und ich hab Fernsehen geguckt. Marlene? Ja. Mauzi sitzt hier auf dem Tisch, ne? Schon die ganze Zeit. Ja, hallo. Was war das? Die Herzen. Was ist denn das da drumherum? Das ist rosa, ne? Was ist denn das? Das ist irgendein Klebeband. So ein Teeseil, du hast das Krepperband. Oh. Ach, mein Krepperband. Habe ich aber nicht leer gemacht. Das ist zum Farbe abkleben eigentlich. Komm her, Spotty. Da noch. Dann nicht. Komm her! Marlene, du hast das von selbst mal rein. Ja, keine Ahnung, was suchen. Oh. Komm her. Marlene hat mein Geschenk, der Weihnachtsmann hat mein Weihnachtsgeschenk auch so eingepackt. Nein, nicht so heftig. Aber einmal hat es so gemacht. Hier! Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Ja. Das kann ich doch niemals so aufmachen. Tee.
Das machst du alles sauber, ne? Mara sitzt ja gerade hier unten, ne? Nee. Ja. Nee, ich geh gleich Kaffee. Ich bin auch. Ja, wie geht nach hinten? Jetzt kommt der Schuhkarton. Was ist das? Zeig mal. Das ist rechtlich. Ja? Ja. Okay. Hier, am Herd. Eigentlich weiß ich auch nicht, Pappen wegbringen. Ich hab gesagt nein. Okay, das reicht jetzt nochmal. Vielleicht ist es da auch nicht drin. Ich hoffe es. Ja, ja, ist klar. Nee, jetzt, ja, jetzt musst du erstmal eine Runde weinen. Das ist später. Ja. Ist ja klasse. Mimi hat also Anne schon vergessen. Das ist ja super. Mimi, die ältere von beiden, die ist sehr nachtragend. Mimi ist? Ich bin Mimi. Mimi ist immer sehr nachtragend wohl, wenn Anne mal weggeht oder irgendwas und meinte halt, dass sie dann sehr beleidigt ist. Und jetzt ist Mimi gerade das erste Mal. Voll gut. Ja, Mara Maus blockiert gerade noch die Dusche. Ja, ich weiß, die Dusche, genau. Dass das hier. Achso, wir brauchen auch noch ein paar Kartons gleich. Ist ja auch egal. Ja, ich gehe jetzt erstmal gleich duschen. Draußen ist echt mega kalt, so auf Dauer. Mara, wieso ist meine Haarbürste jetzt hier unten? Weil meiner ist doof im Gegensatz zu deiner. Kannst du mal ein bisschen höher gehen und. Wo sind die Haargummis? In meiner Hand. Natürlich den ganzen, ich hab's dir drei dabei schon. Guck mal, die mag das Kissen voll gerne. Da hinten schläfst du dir jetzt. Au, oh, au! Oh, Entschuldigung. Das ist irre. Kommst du? Ahoi! Das ist eine Ziege. Was ist hier los? Das wird irgendwie merkwürdig. Ich bin unser Nachbar. Nauze. Habt ihr denn euch erzählt, dass eine. Na, Mauzi, bist du auch mal wieder da? Ja, die Hunde sind abends immer, also jetzt schon die zweite Nacht und die zweite Nacht bei Mara, damit die zur Ruhe kommen, damit nicht genug Wusel ist hier, damit die nicht ständig hochschrecken. Es hat letzte Nacht sehr gut geklappt, ich hoffe, das ist heute genauso. Und demnach haben die Katzen natürlich abends hier freie Beweglichkeit, ohne dass sie Angst haben müssen, dass jetzt hier gleich irgendwo so ein kleiner wild gewordener Chihuahua um die Ecke geschossen kommt. Und Mauzi bewegt sich jetzt hier auch gerade frei. Finde ich ganz gut, dass sie das so. Warte mal ganz kurz, Matthias, wartest du noch kurz auf mich, bitte? Finde ich ganz gut, dass sie das auch nutzen. Charlie ist halt schon sehr alt. Die schläft natürlich nachts. Da, wo sie sich hinlegt. In den letzten zwei, drei Nächten ist es halt immer das Badezimmer wegen der hochgedrehten Fußboden. Ey, sind die schon trocken? Ach, ihr seid schon trocken. Okay, guck mal wieder mal an kurz. Genau. Und Mauzi schlendert hier aber gerade rum, der Puppi. So, mal gucken. So, wir können hochgehen. Ich habe noch einen kleinen Schluck zu trinken hier. Ja? Ja? Ich finde, weil ich nicht und dann war ich schon mal oben, seitdem ich hier bin. Ja? Ja? Ja. Hast du da eine Tablette genommen? Ja, da wollte ich. Okay. Und was jetzt noch? Ja, liegt das, aber ich weiß nicht, ob es oben liegt. Ich würde ja hier sonst. Hast du nicht vorhin so getan, als wenn du mich damit abschmeißt? Als ich mich verletzt habe, als ich mich auf diese so komische Dinge raufgesetzt habe? Nee. Na, dann hoffe ich für dich, dass es oben ist. Das hat Marlene wegsortiert, hat sie gesagt. Nein, in mein Portemonnaie rein. So. Warum brennt hier überall das Licht? Ich glaube, Mara guckt noch Fernsehen. Bei Mara gehe ich jetzt nicht rein.
Weil sonst die Hunde hochschrecken. Wie gestern. Ich schreibe hier gleich bei WhatsApp. Ja, da habe ich auch gerade gedacht. Es ist 21 Uhr. Er schläft noch nicht. Ich dachte, er ist eingeschlafen. Was mache ich jetzt? Aber nur. Okay. Ich hab, muss aufpassen, ich hab bloß ein paar Dinger. Ja, bis morgen früh wird's reichen. Vier Dinger. Ja, es reicht bis morgen früh. Die gehen ja weg wie Sau, die Dinger. Ja. Du musst doch deinen Termin suchen. Ich habe es morgen früh wieder zum Diabetologen, oder wie das heißt. Ich hab ihn nicht aufgeschrieben. Ich kann schön, du hast es mir geschrieben. Nee. Das, was ihr von uns